und weiter geht's bei Let's Play Arcania. Ich aktiviere nochmal die Rune. Wir müssen jetzt nämlich zurück in die Höhle. Ich zeig's euch mal. Wir müssen jetzt hier hin. Und das Amulett holen. Eriks Seele. Erik. Verdammt, jetzt halten die Wölfe mich auch noch auf. Das heißt, die Macht der Rune wird verfliegen. Stirb, Wolf. Zwei, drei, vier und fünf. So, jetzt hält mich die Rune leider nicht. Kann mich die Rune leider nicht mehr weiterbringen. Jedenfalls nicht so weit. Ach, ich bleib jetzt auf dem Weg. Der Weg schon mal ein bisschen kürzer. Und in der Höhle mache ich dann noch die Rune wieder an. Ist mir jetzt nämlich sonst zu blöd. Welches Level bin ich jetzt eigentlich? Hier? 14. Das heißt, ich bin fast Stufe 15. Wenn ich Stufe 15 bin, was sollte ich dann skillen? Ich bin ja fast Stufe 15. Das frage ich mich gerade irgendwie. 3 wird mir nichts bringen. Bringt mir auch nicht viel. Aber ich denke, ich skill wieder auf jedes eins, also auf das und auf das. Geht's wieder los mit Sprinten. Oh, jetzt muss ich wieder weiter gehen. Aber die Seele, die haben wir gleich. Das Amulett meine ich. Und wenn wir das Amulett haben, dann können wir endlich Garan befreien. Beziehungsweise ist dann unser nächster Schritt. Da ist das Teil. Eriks Seele. Und gleich wieder zurück. Und welcher Weg ist kürzer? Da ist wieder raus. Eindeutig der, wo ich gekommen bin. Jetzt aber.
Gut. Sehr gut. Wollen wir das Ding mal zurückgeben? Milok, grüß dich. Okay. Schön, wenn er mich grüßt. Erik ist verloren. Hier ist dein Amulett. Ich bin Erik. Wenn es auf dem Amulett steht, wird das wohl stimmen. Du... Ich bin Erik, Moriks Sohn. Schön für dich, ich... Moriks Sohn kämpft! Erhak stirbt! Orkurugura! Aber nicht sofort. Moriks Sohn kann warten, bis ich mit Melok gesprochen habe. Und, mein Freund, wie geht's? Ganz gut, danke, Lester. Was bringt das eigentlich? Plus zwei. Oh, okay, ich skill vielleicht mal einen ganzen Satz hier drauf. So, jetzt geht's mir nämlich schon besser. Fühl mich jetzt auch besser. Ich hatte gehofft, die Zeit in der Wildnis würde Erik stark machen. Tja, für einen Kampf gegen Erhak sehe ich schwarz. Erik ist zu schwach, ja. Er braucht noch viele, viele Monde. Zu viele. Sharlock wird gegen Erhak kämpfen müssen. Sharlock wird verlieren. Er ist kräftig, aber er ist kein Kämpfer. Ich konnte ihn mühelos besiegen. Dann ist alles verloren. Es wird Zeit, dass ich meinen Namen begrabe. Warte. Ich muss ohnehin Garvan befreien. Und ich bezweifle, dass Erhak ihn einfach gehen lässt, wenn ich ihn darum bitte. Was hast du vor? Ja, was... Eigentlich keine schlechte Idee. Ich wusste sowieso, dass es darauf hinausläuft. Ich fordere Erhak heraus. Denke mir ja auch. Du bist kein Ork. Da ist das Problem. Was ist mit Eriks Amulett? Wenn ich es anziehe, bin ich dann einer? Ja, dann bist du Erik. Von mir aus. Erhak muss die Herausforderung annehmen? Wenn er sich weigert, gegen Erik zu kämpfen, ist er kein Häuptling mehr. Dann gib mir den verfluchten Skaboos. Hier hast du ihn. Bevor du gehst, nimm dir, was du in meiner Kiste findest. Du wirst es brauchen. Na, endlich ist die Kiste offen. In Ordnung. Aber zuerst hole ich mir Eriks Seele. Warte. Was ist? Verberge Eriks Seele. Enthülle erst, dass du Erik bist, wenn du Erhak herausforderst. Warum? Erhak wird sonst den Kampf verweigern. Er glaubt nicht an Seelen, aber die Orks vom Silbersee glauben daran. Wenn du ihn als Erik herausforderst, muss er kämpfen, sonst ist er kein Häuptling mehr. Na schön. Gut, dass ich gleich ein Ork bin. Hör mal zu, Erik. Ich brauche dein Amulett. Mein Amulett? Deine Seele. Nein! Ich bin Erik. Du bist nicht Erik. Gib mir deine Seele. Ich werde an deiner Stelle gegen Erhak kämpfen. Ich verstehe nicht. Du bist Erik, nicht wahr? Ja, ich bin Erik. Warum bist du Erik? Mein Name steht auf meiner Seele. Genau. Wenn deine Seele also um meinen Hals hängt, hast du einen neuen Körper. Du wirst besser kämpfen können und Erhak besiegen. Ich? Willst du keine Rache für Morik? Du hast recht.
Ich werde deinen Körper tragen. Erik? Erik ist fort. Erik ist du. Ich bin Erik. Und mein Freund, geht's? Da ist die Truhe. So, dann Hallo, mein haben Freund. Wir noch eine Aufgabe jetzt erstmal. Wir müssen Erhak herausfordern, Gaman befreien und dann das Archiv. Moment, das sind drei Aufgaben. Ach, das werden wir schon schaffen. Gleich ist es vorbei, gleich hau ich Erik volle Kanne eins aufs Maul. Mann, da freue ich mich schon richtig drauf. Nun komm schon, lad nicht so lange. Juhu! So, jetzt ist es gleich soweit. Was? Mensch? Skabus? Hier hast du das stinkende Gesöff. Nix stinkend. Lecker. Gut, dann mach jetzt das Tor auf. Skabus hier. Tor auf. Moment! Daruk! Diener! Daruk! Tor! Sofort! Lebt Gawan noch? Baron lebt. In Käfig. Aber lebt. Gut. Gut für dich. Gawan ist in einem Käfig? Schwert Erhak im Käfig. Jetzt selber in Käfig. Großer Baron, jetzt kleiner Mann. Na gut. Warum hilfst du, Erhak? Erhak, besser als Silbersee, Stamm. Zeigt uns Kampf. Stamm dumm. Lernt nix. Ich schlau. Ich lerne. Schön für dich. Was hat Erhak vor? König Erhak macht Stamm reich. Jetzt Baron in Käfig. Bald Stamm in Burg. Dann Orks Schiff. Ich Häuptling oder Baron. Aha. Was wird aus deinem Stamm? Alle in Burg. Krieger für Erhak. Starke Krieger. Menschen fürchten Orks. Leben in Höhle. Wie Orks. Ich geht. Warum hast du dein Amulett? Erhak sagt, ich besser Ork. Viel Skabuch, viel Gold. Ogbosch will, Ogbosch kriegt. Wo ist Erhak genau? In großer Höhle. Auf Thron. Mit Leibwache, starke Orks. Erhak König! Wer gehört zu Erhaks Leibgarde? Orks. Große Orks. Freunde von Erhak. Sehr stark. Alles klar. Hey, Ogbosch. Der ist besoffen. Hat man ja schon gemerkt, dass er immer betrunkener wird. Okay, jetzt mache ich aber mal einen kurzen Schnitt. Bis zur nächsten Episode. Bis dahin.